Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Buu, Buu und Karmesin. Heute ist endlich wieder ein 7-Sterne-Raid rausgekommen. Der 7-Sterne-Raid mit Admorai, das hier hinten gerade so fröhlich hin und her hüpft. Und ich muss sagen, dieses Pokémon hat mir doch ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Hab echt viele Pokémon ausprobiert und am Ende bin ich bei einem Feuer-Pokémon hängen geblieben. Ja, ein Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon. Zwar mit derer Typ Käfer, aber trotzdem Feuer gegen Wasser. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Darum würde ich sagen, wir gehen mal in die Info. So Leute, da sind wir nun in der Info. Und bevor wir zu Tauros in seiner Feuerform gehen, wollte ich euch nur zeigen, die Pokémon hier unten habe ich alle gegen Admorai getestet und sie alle haben im Großen und Ganzen gegen Admorai versagt. Der einzige, der es auch recht souverän gemacht hat, war Gramor, aber Tauros macht es noch einen Tick besser. Und darum würde ich sagen, wir schauen mal auf Tauros. Wie ihr seht, Tauros in seiner Feuerform als Terra-Typ hat er Feuer, das ist ganz wichtig. Solltet ihr den nicht auf Feuer haben, dann müsst ihr den Terra-Typ auf Feuer ändern, sonst wird es echt schwierig. Seine Werte sind alle auf sensationell oder halt maximiert, wie ihr seht. Und dann gehen wir rein in den Bericht. Als Item hat er die Muschelglocke mit, ist klar. Je mehr Schaden wir machen, desto mehr heilt uns die Muschelglocke und das brauchen wir auch, denn wir kassieren natürlich doch relativ gut Schaden. So, dann als Fähigkeit haben wir Kurzschluss, auch klar, wenn wir Schaden erleiden, steigt unsere Angriffskraft aufs Maximum und wir machen dadurch echt gut Schaden. Dann seine Attacken, sage ich gleich, Sonnentag und Nitroladung könnt ihr komplett vergessen. Ihr werdet nur zweimal Rutenschlag brauchen und danach macht ihr nichts anderes mehr als rasender Stier. Und nun zu seinen EV-Werten. Wie ihr seht, sind die ein bisschen anders verteilt als normalerweise üblich. Aber ich musste ein bisschen tricksen, damit er auch die Schläge überlebt. Darum ist der Angriffswert auf 252 plus logischerweise, weil er hat natürlich Angriffsplus und Spezialangriffsminus. Bei Verteidigung habe ich 120 Punkte reingesetzt und der Rest in KP. Das müssten so 136 Punkte sein. Das Schöne ist, Tauros ist relativ schnell durch seinen Initiativwert von Anfang an, darum musste ich da keine Punkte reinsetzen, denn da ist auch wichtig, wir müssen fast immer schneller sein als Admorai, sonst wird es wehtun. So, das sind nun die Werte und nun würde ich sagen, schauen wir uns den Kampf an. Und ich muss sagen, nur dass ihr es wisst, den Kampf, den ich rausgesucht habe, war eigentlich der schlechteste von 20 Kämpfen mit Tauros. Und alle 20 Kämpfe waren Wins. Und darum würde ich sagen, los geht's. So Leute, da beginnt er, unser Solo-Fight gegen Admorai. Und eine Sache gleich vorweg, wir werden auf alle Fälle 2 bis 3 Mal kampfunfähig werden. Aber keine Sorge, wir werden es trotzdem easy schaffen. Admorai wird jetzt Energiefokus machen, wir werden versuchen 2-mal Rutenschlag durchzubekommen, 1-mal schaffen wir immer, das 2. Mal liegt dran, welche 2. Attacke Admorai machen wird. Wie ihr seht, wir haben jetzt richtig derbe Schaden kassiert, ist aber kein Problem. Kurzschluss triggert, unsere Angriffskraft wird auf Maximum gesetzt, brauchen wir dabei aber nicht und leider macht der Dampfwalze. Das heißt, wir kassieren jetzt der Dampfwalze und dadurch geht unsere Initiative runter. Das heißt, wir sind langsamer als Admorai. Hätte er Schlagbohrer gemacht, wären wir schneller gewesen und hätten nochmal Rutenschlag durchbekommen. Wie ihr seht, wird er jetzt Schlagbohrer oder Aquaschnitt machen und leider sind wir K.O. Ist aber kein Problem. Ist nur einfach
die schlechtere Variante des Kampfes. Trotzdem zeitmäßig easy. Wie ihr seht, er hat jetzt sein Schild gecastet. Wir warten jetzt da, bis wir wieder da sind. Und dann wird's recht simpel. Sehr simpel. Denn wir machen jetzt nichts anderes mehr als rasender Stier. Wir gehen also auf rasender Stier, greifen an, sind schneller als Atmorei und wie ihr seht, machen wir fast keinen Schaden. Ist aber auch klar, wir haben ja auch keinen Max-Angriffswert. Haben wir jetzt Schaden kassiert, Kurzschluss triggert und wir sind jetzt auf Maximum von Angriffswert. Das Schöne ist, durch das, dass wir schneller sind, greifen wir ja immer vor ihm an, machen jetzt richtig gut schon Schaden, sozusagen, und kassieren auch noch Heilung durch die Muschelglocke. So, er macht wieder Aquaschnitt, wir machen wieder rasender Stier und hätten wir jetzt da zweimal Rutenschlag durchbekommen, würden wir jetzt mit diesem rasenden Stier sein Schild weghauen. Dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, müssen wir leider Gottes jetzt gleich noch einmal K.O. gehen. Es ist einfach so, ist aber kein Problem. So, wir gehen K.O. Warten unsere paar Sekunden ab, bis wir wieder in den Kampf dürfen. Und beginnen dann wieder mit unserem rasenden Stier. Der erste wird wieder weniger Schaden machen, denn wir haben ja leider Gottes wieder unseren maximalen Angriffswert verloren. Aber kassieren natürlich Aquaschnitt und dadurch triggert wieder Kurzschluss. Und unser Angriffswert ist wieder auf Maximum. So, der befreit sich jetzt von allen negativen Effekten, ist aber kein Problem. Wir gehen in die Terra-Kristallisierung und machen rasender Stier. Dadurch werden wir jetzt auf alle Fälle sein Schild besiegen und auch noch ein gutes Stück von seinem Leben wegnehmen. Was wir auch brauchen, denn je mehr Schaden wir machen, desto mehr heilt uns natürlich auch die Muschelglocke. Wir greifen also an. Und zack, Schild ist weg, ein Teil von seinem Leben ist weg. Und wenn ihr jetzt auf unser Leben unten schaut, habt ihr gesehen, wir sind wieder auf Maximum. Er macht wieder Aquaschnitt, wir haben wieder einen Teil von unserem Leben verloren. Machen wir wieder rasender Stier. Diesmal macht er richtig gut Schaden. Und wir heilen uns natürlich wieder ganz schön hoch. So. Jetzt nimmt er uns wieder unsere Maximalwerte. Er boostet sich mit Schwerttanz, ist aber kein Problem. Das Einzige, was jetzt nervt, wir greifen jetzt mit rasender Stier wieder an und natürlich macht er jetzt wieder um einiges weniger Schaden, weil wir natürlich keine Max-Werte mehr haben. Aber er greift jetzt eigentlich mit Aquaschnitt an, aber weil er paralysiert ist, haben wir jetzt natürlich das Negativ, wir werden durch Kurzschluss nicht geboostet. Aber kein Problem, wird sich trotzdem ausgehen. Wie ihr seht, jetzt haben wir richtig kassiert durch im Endeffekt Schwerttanz und Aquaschnitt. Also ohne die Death-Punkte hätten wir es nicht überlebt. Aber kein Problem, wir haben überlebt, sind schneller, sind geboostet, greifen jetzt an und heilen uns wieder voll. Oder fast. Jetzt könnte man K.O. gehen, ne? Doch nicht. Hat gereicht. Sehr schön. Und wieder rasender Stier. Wir sind schneller. Und Atmorei ist K.O. Und wie ihr seht, eigentlich war das jetzt der schlechteste Kampf, den ich bis jetzt da gegen Atmorei hatte mit Tauros. Denn dadurch, dass er paralysiert war, hat der Kampf einfach länger gedauert, als er dauern hätte müssen. Aber trotzdem easy geschafft.
und haben ein paar Terra-Stücke Käfer, bisschen Protein, ein paar EB-Bonbons. Ja, ziemlich viele EB-Bonbons. Aber ist schon okay. Also ich muss sagen, mit Tauros easy zu farmen, geht eigentlich genauso aus wie jetzt auch. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dahin, ciao!